Hilfe, Eisbären! Hilfe, Hilfe, bitte! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kurz erklärt. Heute möchte ich euch die Blockbuster-Mod vorstellen, mit der es möglich ist, sich selbst in verschiedene Morphs aufzunehmen und abzuspielen. Dies kann zum Beispiel sehr nützlich sein, wenn man einen Minecraft-Film machen möchte. Alles, was wir brauchen, um uns selbst aufzunehmen, ist ein Playback-Button und ein Director-Block. Einfach den Director-Block hinstellen, einen Rechtsklick ausführen und nicht erschrecken. Das Menü sieht kompliziert aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Einfach nur auf dieses Plus draufgehen, eine Recording-ID eintippen, wie die Aufnahme sozusagen heißen soll. Ich nenne sie jetzt einfach mal Raxo. Dann auf Pick Morph drücken, damit wir auswählen können, wie das denn aussehen soll. Was wir dann einfach aufnehmen sollen. Wir nehmen einfach mal hier einen Eisbären. Und dann müssen wir einfach nur auf Record klicken. Dazu haben wir dann hier jetzt etwas in dem Chat drin. Dazu müssen wir einfach nur auf Click hier drücken. Und dann nehmen wir uns selbst auf. Wir werden auch selbst in dieses Mob transformiert, damit es leichter ist, das aufzunehmen. Wir können es zum Beispiel einfach um uns schlagen, Blöcke abbauen und auch Sachen schreiben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn wir aufhören wollen, einfach wieder draufklicken. Und dazu brauchen wir jetzt noch den Playback-Button, einen Rechtsklick auf den Block ausführen und dann einen Rechtsklick mit dem Playback-Button und die Aufnahme wird tatsächlich abgespielt. Wie ihr seht, ist es ebenfalls möglich, Sachen in den Chat zu schreiben, allerdings wird dort kein Name angezeigt. Wenn ihr mehrere Sachen aufnehmen wollt und gleichzeitig abspielen wollt, dann drückt ihr einfach wieder auf Add und das jetzt zum Beispiel einfach Tier, keine Ahnung. Und nehmt dann ein anderes Mob, geht ebenfalls auf Record, wenn ihr das aufnehmen wollt und die Sachen miteinander interagieren lassen wollt. Und der Eisbär wird sofort hinzugefügt, sodass wir uns besser in die Aufnahme einleben können. Ich schlag den jetzt einfach mal ganz viel, bis er tot ist. Wie ihr seht, wird Schaden hinzugefügt und alles ist genauso, wie wir es aufgenommen haben. Etwas sehr Nützliches, was in dieser Mod hinzugefügt wird, sind die Chroma-Blöcke. Hier können wir uns einfach auch mit einer Bildschirmaufnahme aufnehmen und das Grüne einfach rausschneiden. Wenn ihr den Schatten nicht haben wollt, empfehle ich euch, einfach ein bisschen runter zu gucken. Das kann ein bisschen umständlich sein, aber es ist trotzdem ein bisschen besser. Und bei den meisten Aufnahmen fällt es nicht auf, wenn man den Greenscreen dann auch wegmacht. So Leute, das war die Blockbuster-Mod in kurz erklärt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ja, würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, gebt natürlich auch gerne einen Daumen nach unten. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Und ja, tschüss!